Und damit willkommen zurück zu Sudeki, Leute, wo ich erstmal eine erfreuliche Nachricht habe. Ich sehe nämlich tatsächlich alles, weil ich habe mir jetzt doch noch ein Rollo gekauft für mein Fenster, damit die Sonne mich in Ruhe lässt. Das war ja untragbar. Sobald hier mal ein bisschen die Lichter ausgehen, war ich blind wie eine Fledermaus. So, was haben wir denn hier überhaupt für eine Hütte entdeckt? Ich gehe hier einfach mal rein. Wir sind ja immer noch in der Schattenwelt unterwegs. Was ja doch recht gruselig ist mitunter, weil hier sind komische... Oh, ich darf hier nur allein rein. Hexams Haus. Macht der Hexam gerade sein Examen? Überprüfen. Alte Bände voller anthropomorphischer Sagen und Berichte über die Taten Moors füllen die Regale. Überprüfen. Dieses Buch ist scheinbar in einer altertümlichen Sprache verfasst. Aha. Jetzt erkenne ich es auch als Leiter. Ich dachte, das ist einfach nur Wand. Aber sieh mal einer an, da kann man hoch. Ich dachte, ich kann das kaputt kloppen. Oh. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ich bin Hexam, Nachkomme von Mo. Wie kam der hierher? Das ist Druthahn. Völlig unerwartet. Ah, ihr nutztet sicher das Portal. Ich würde eher sagen, dass es uns benutzt hat. Ja, das stimmt dann wohl eher. Habt ihr keinen Navigationsstein? Nö. Wir haben keinen Schimmer. Ihr müsst das Portal irgendwie aktiviert haben. Vielleicht durch einen plötzlichen Kraftstoß magischer Energie. Wie dem auch sei, ohne Navigationsstein könnt ihr nicht weg. Oh oh. Was? Die Portale der Schattendimension gab es schon vor dem gespaltenen Zeitalter. So gelangten wir Anthropomorphe her. Leider schafften es nicht alle, sodass nur noch wenige von uns am Leben sind. Wir konnten unser Nirvana nicht erschaffen. Hochinteressant, aber wir müssen zurück nach Hause. Wo können wir einen solchen Stein finden? Am Anfang gab es nur einen Navigationsstein. Als Saigo jedoch Sudeki in zwei teilte, wurde der Stein zerschmettert. Das hat er ja ganz toll hingekriegt. Zwei linke Hände oder was? Das größte Stück, der Stein der Welten, wurde Lord Farex Lor übergeben. Ein weiteres Stück fiel einem Krämer namens Kamo in die Hände. Ach, jetzt weiß ich, wie er es mit seinen Läden hinkriegt. Die letzten Stücke brachten die Handlanger Haigos im dunklen Akloria an sich. Aber wozu erzähle ich euch das alles? Ihr dürft den Navigationsstein eh nicht benutzen. Er ist zu mächtig und könnte leicht missbraucht werden. Als ob du das zu entscheiden hättest. Deshalb wurde bestimmt, dass nur ein anthropomorpher Krieger dieses Artefakt einfordern könnte. So lautet das Gesetz der Götter. Ich bin Buki, Kriegerin der Shadani. Ich könnte ihn einfordern. Hm, also gut. Aber höre, der Stein bringt große Verantwortung mit sich. Um zurückzukehren, das Kind Ruthan, das ist mir ein Geier, hä? Reisen. Komisches und den Navigationsstein in der Gruft auf Farex Lors Insel finden. Dies ist der Schlüssel zur Gruft, aber wisset, die Geister darin werden Farex verteidigen. Oh oh, also gibt's Wenn Klopperei. Wenn ihr die untoten Wächter des Steins besiegen könnt, musst du, junge Buki, die Ruhestätte des Steins erklimmen und ihn einfordern. Sind dir die Götter wohlgesinnt, werden sie dich erhören. Gut, na dann wissen wir doch schon mal... Oh, der hat uns direkt rauskatapultiert. Na, das war ja nett. Da müssen wir wenigstens nicht runterklettern und so. Sondern können direkt losmachen. Jetzt ist das Problem, jetzt müssen wir wieder hier unten rein. Da gibt es bestimmt gleich wieder Fettklopperei. Worauf ich so überhaupt keine Lust habe, weil wenn man so die Lebensenergie mal anschaut, ne? Ich gebe mir mal noch ein bisschen hier. Und ich würde gerne mal eine Superkraft von Dingens hier, vom Elko ausprobieren. Weil der hat doch auch so ein paar super Sachen. Mal sehen, was die bringen. Zeigt euch, Peters Breit. Hoffe ich.
Von wo geht's los? Ich bin mega bereit und so. Es kommt erstmal coole Mucke wieder zum Vorschein hier. Hä, aber irgendwie will hier keiner auftauchen. Gut, ich gehe einfach mal zum Tor hinter, vielleicht klappt's dann. Nö! Das Spiel ist halt nicht mehr das Jüngste, das sind so kleine Ladehemmungen, denn früher kann ich mich entsinnen, gab es sowas nicht. Dass man hier warten muss, da waren die Gegner sofort da und es ging rund. So wie jetzt ungefähr. So, jetzt pass mal auf hier, was haben wir denn? Verschießt eine Salve explosive Impulsladungen in weitem Bogen. Machen wir es mal so. Boah, cool. Glaubst du, jetzt klappt? Jetzt kriegst du erstmal Plasmatiker ran. Du hast Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus für dich. Du hast Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus. Cool. Boah, was hat denn der Elko für coole Sachen am Start, hör mal. Buki auf Eis gelegt. Blödel. Wir kriegen das schon noch gebacken, Leute. Wir kriegen das gebacken. Verschwindet. Meine Kugel. Ja, den hinten habe ich jetzt nicht mit erwischt. Der Tal braucht Hilfe, denke ich. Wir kommen, Tal. Halt durch. Wir tun, was wir können. Total, gleich ist es geschafft. Sag mal, das ist aber auch ein starkes Beast-Server. So, Feierabend. Und ein Level-Up. Das ist doch schön. So ein feiner Level-Up, das ist doch was. Pass mal auf hier. Verstärkung für den Erker. Wie viele Punkte kriegt er denn? 2 Stück. Was ist denn mit Kraft? Kraft war mehr Schaden, ne? Das ist natürlich ganz lecker. Was könnte er noch gebrauchen? Fertigkeit und Energie, ha. Wir machen mal auf Energie noch einen Punkt. So. Und ich würde sagen, dann machen wir uns mal hier durch die Tür durch. Mit Hexam Schlüssel haben wir das Ganze geöffnet. Cool, wie wir drauf sind. Es kommt hier wieder so eine Brücke. Ich laufe einfach auf gut Glück durch. Das wird schon. Ah, geh weg, du Kopf. Aua, lassen Sie das. Ich bin drüben. Habe ich gut hingekriegt. Mach mal auf. Heilender Balsam, 500 HP. Heilender Trank, 1000 HP. So, gut. Der Elko kriegt jetzt erstmal das. Dann kriegst du die Nummer 2. Kannst du noch mal eins haben? Nee, das wollte ich nicht. So, ich hätte gern mein Elko wieder. Ich spiele gerne mit dem. Das macht irgendwie Fun. Oh, was liegt denn hier hinten? Benutzen. Kugel der Geister aufgehoben.
Okay, Leute, dann gehen wir mal nach oben. Mal gucken, was hier noch so auf uns wartet. Ist das schon die Prohoft? Weiß da einer was? Oh, das sieht aber sehr gespenstisch aus. Du bist nun in der Hand von Wahrheitslos. Das ist dein LOL! Überprüfen. Es handelt sich um die Geister gefallener Krieger, die auf ewig in der Halle der Schädel verbannt wurden. Oh, shit. Das tut mir jetzt aber so weh. Ach, da hinten ist die Gruft. Tod und Pestilenz. Pff. Als hätte ich da Angst davor. Seht mich an, was habe ich noch vom Leben? Was habe ich denn zu verlieren? Oh, cool. Danke. Oh, cool, die Geister hier sind voll nett. Ich regeneriere mich mal erstmal voll an den Geistern hier. Na, bleibt ihr wohl hier? Ich brauche noch ein bisschen Regeneration. Das reicht jetzt aber auch vorwärts. Schade, dass ich die anderen Charaktere nicht wechseln konnte. Eure Kugel der Geister ist verschwunden. Ah, wenn wir die Kugel haben. Ich verstehe, mit der Kugel der Geister machen die uns nicht kaputt, sondern machen uns heile. Das ist... Oh, das sieht hier böse nach einer Arena aus. Ich glaube, der Pharyxlor ist nah, du hör mal. Oh je. Der Herr des Horrors, Pharyxlor. Boah, der hat aber eine hübsche Waffe. Hab was getroffen. Der kriegt jetzt erstmal meinen Plasmatiker ran. Verbleien wir die Luft ein wenig, mal sehen, wer umfällt. Ich finde die Sprüche immer so herrlich. Verbleiben wir die Luft ein wenig, mal sehen, wer umfällt. Woms. Lust auf Nachschlag, ich hätte hier noch ein bisschen sowas. Jetzt machen wir das ran. Ja, da haben wir dem Onkel Pharyx doch jetzt schon ganz schön wehgetan. Die gefälligst weg. Oh, was geht denn jetzt ab? Hat er das nach seiner Mutti gerufen oder was? Weiß ich nicht. Warum sammelt ihr nicht die Kugeln ein? Die können wir bestimmt für irgendwas brauchen. Der Onkel Pharyx wird ganz schön ungeduldig, habe ich das Gefühl. Denkt immer daran, dass man auch ein paar Kugeln mitnehmen könnt. Hau ihn tot, ich will die Kugel. Gut gemacht. Boah, ja. Den habe ich weggezwiebelt. Ach, der ruft wahrscheinlich immer Verstärkung, kann das? Ist aber eigentlich gar kein Problem, wenn der ab und zu mal Verstärkung ruft, weil ich denke, diese Kugeln können wir noch gut gebrauchen. Ich meine, mich auch erinnern zu können, wofür. So. Verbleien wir die Luft ein wenig, mal sehen, wer umfällt. Und weg mit euch, würde ich mal sagen. Wams. 600 Punkte für jeden. Lasst es euch schmecken. Boah, der Pharyx, der ist mies gelaunt, habe ich das Gefühl. Onkel Pharyx, lassen Sie es sein, ja? Boah, was? Schon wieder Verstärkung? Wir haben die doch noch gar nicht geplättet. Boah, hier liegen aber viele Kais. Doch cool, hör mal. Na, wenigstens habe ich noch einen erwischt. Da war die Kugel nicht umsonst. Da hinten ist noch eine. Ich will sie haben. Sofort. Es gibt nämlich auch schöne Erfahrungen. Ich habe es aktuell gar nicht so eilig mit dem Onkel Pharyx, weil der ist gar nicht mal so schwer.
wie es aussieht. Bei denen seine Kumpels hier bringen mir schöne Kugeln und Erfahrung ein. Verschwinden Sie! Haben wir. Hab die Kugel! Meins. Ebenfalls meins. Oh, hab mir erledigt. Boah, da zerfällt er voll. Boah! Seelensucher-Rolle erhalten. Auftrag aktualisiert und noch eine Kugel abgestaubt. Da ist noch eine. Gib her, das Zeug kann man gut gebrauchen. So, ich sehe hier schon ein bisschen Wandmus. Da muss jetzt die Buki ran. Würde ich denken. Ach, wir sollen hier gar nicht hoch. Na, ich nehme trotzdem mal die Buki mit. Wird schon klappen. Wo soll ich denn überhaupt hin? Hör mal. Soll ich hier lang? Ich denke schon, dass ich... Ja, da ist eine Kiste. Hier soll ich lang. Ganz klarer Fall. Ich komme nicht ran. Jetzt aber. Und wir finden... Was bekommen wir für all unsere Mühen? Dibilator mitgenommen. Waffe für Elko. Elko, wir haben eine Waffe entdeckt. Für dich. Was haben wir denn hier? Stärke 20, entscheidend 5%. Kadenz Mittel. Mit Schwäche. Jetzt müsste man nur noch eine Gelegenheit finden, das Ganze zu benutzen. 2000 HP für alle Spieler, das ist doch ganz spannend. Das könnte man rein theoretisch sogar benutzen. Wo ist denn jetzt das blöde Menü? Mensch, ich finde die Taste nicht. Müsste ja jetzt eigentlich ganz unten sein. So, damit sind jetzt nämlich alle erstmal geheilt. Und wieder voll auf dem Damm und so. Ich mache mich da mal nach oben, Leute. Man sieht sich und starrt mir nicht auf dem Hintern. Ich krieg das genau mit. Ihr starrenden Dinger, ihr. Bin ich denn jetzt gelandet? Aha. Nichts wie runter. Runter, runter. Es wird kunterbunter. Das ist schon eine ganz coole Gegend hier. Ich will den Kristall und ich werde den auch kriegen. Oh, was geht denn jetzt ab? Angst. Schöne Waffen. Die gefallen mir, die Waffen vom Buki. Ah, ist das dieser Kristall? Sieht ein bisschen aus wie ein Bienenstock irgendwie. Ah, einen Beschützerschlag gibt's. Buki, dein Volk braucht dich jetzt mehr denn je. Berühre diesen Stein, um deine Vorfahren zu rufen und meine treuen Diener Mut zu beschwören. Das Schicksal der Welten ruht auf deinen Schultern. Miau, krieg ich auch wieder eine tolle neue Rüstung. Beschützerschlag erhalten. Und Nebeltigerfell mitgenommen. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus irgendwie. Tschüssi. Und wir haben, was wir wollten. Navigationsstein mitgenommen, Erfahrung gesammelt. Wir haben, was wir wollten. Nichts wie weg aus diesem Loch. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Zieht die Burki übers Hügeli. Au, Steine! Was soll das? Steine kann keiner leiden.
Blöder Pharix-Lor, der braucht den Stein doch eh nicht mehr. Wo will denn der groß hin? Der hat in seiner Gruft zu bleiben jetzt erst recht, wo er doppelt tot ist. So Leute, ich habe wofür ich hingegangen bin. Wir haben den Navigationsstein, wir können diesen Ort jetzt wieder verlassen. Aber bevor wir den Ort verlassen und noch ein bisschen uns hier überprüfen. Dieser Ort hat wohl so manche Schlacht erlebt. Okay, haben wir das auch geklärt. So Leute, ich verabschiede mich von euch. Unsere vier Helden hier verabschieden sich ebenfalls. Ey, der hat die neue Waffe in der Hand, der Elko. Sieht schick aus. Mal sehen, was die drauf hat. Bin ich schon ganz gespannt drauf. Ich nehme mir den Elko gleich mal, falls es beim nächsten Mal direkt zum Kampf kommt. Ja, und wir sehen uns dann. Macht's gut.